Hey Freunde, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute stelle ich euch 8 super frische Designerdüfte vor. Ja, die kann man gut gebrauchen, vor allem wenn es wärmer wird. Also bleibt dran. Hey, willkommen zurück. Dennis hier, aka Fragrance, doch der einzig wahre Dog. Ja. Ihr habt's gehört und auch gelesen. 8 super frische Designerdüfte stelle ich euch heute vor. Ja, ich bin schwer begeistert von diesen frischen Düften. Natürlich gleich vorweg. Eigentlich muss man das nicht wieder oder immer erwähnen, aber es gibt ja immer so ein paar Leute dazwischen, da muss man es erwähnen, weil die denken, wenn ich 8 Düfte vorstelle, gibt es auch nur die 8. Nein, natürlich gibt es auch noch mehr frische Düfte. Aber das sind jetzt meine 8 frischen Düfte, die ich wirklich nice finde, Leute. Wirklich nice. Und wir fangen gleich mal mit den ersten an, auf jeden Fall. Und zwar den Explorer Ultra Blue. Ja, von Montblanc. Ja, ein ganz nicer Flakon, wie ihr sehen könnt. Und das ist ein. Oder der erste frische Duft, der im Sommer zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Nicht nur frisch, sondern hier steckt auch ein bisschen Pfeffer im Hintergrund. Sonst Zitrusfrüchte und Bergamotte in der Kopfnote. Das ist ja immer sehr wichtig. Also wenn ihr Bergamotte habt, Grapefruit zum Beispiel, Zitrone. Das sind einfach, ja, so fangen die meisten frischen Düfte an. Ob sie so bleiben, ist aber die Frage. Aber das sind zum Beispiel auch, die ich jetzt vorstelle, so Düfte. Sie ändern sich nicht so extrem. Außer, dass er hier mit seinem Pfeffer drin, rosa Pfeffer, das ist jetzt unwichtig, Pfeffer, ist schon sehr nice. Und das macht diesen Duft etwas ja anders. Weil nur frisch wäre dieser Duft gar nicht. Ich sag mal, ich finde ihn wirklich besser, dadurch, dass der Pfeffer da drin ist, Leute. Weil ich könnte ihn mir ohne Pfeffer nicht vorstellen, weil dann wäre es einfach nur ein bisschen, was heißt ein bisschen, also wäre schon frisch, aquatisch, aber irgendwie, ja, es fehlt irgendwas und dass die den Pfeffer reingemacht haben, gefällt mir richtig gut. Patchouli ist natürlich auch noch drin. Ja, also ein sehr schöner, frischer Duft. Montblanc, ja. Explorer Ultra Blue ist schon sehr nice, würde ich mal behaupten. So, und dann kommt der nächste auf jeden Fall von Invictus. Nein, so heißt der Duft. Invictus von Paco Rabanne. Und zwar Invictus 2016. So, ja, ich weiß, den gibt es nicht mehr. Und wenn ihr ihn bekommt, nur noch richtig teuer. Trotzdem, ich stelle euch hier heute 8 super frische Designerdüfte vor. Und so, und da gehört er mit zu, ob es ihn gibt oder nicht. So, und das ist ein Duft. Es ist geil. Es ist absolut geil. Das ist, wenn nicht sogar, der beste Flanker aus diesem Haus. Ja, da habt ihr einfach eine fruchtige Frische. Nicht zu extrem süß. Und das ist ja, was bei Paco Rabanne normalerweise Standard ist. Extrem süß. Nein, das habt ihr hier nicht. Und das ist einfach geil. Am Strand, bei richtiger Hitze, ist das ein, ich muss schon sagen, perverser Begleiter. Wirklich saugeil. Auch hier ist Pfeffer drin. Ne? Auch das ist ähnlich. Also der Ultra Blues geht oder möchte in die ähnliche Richtung. Könnte man im Endeffekt als Ersatz benutzen, wer den hier nicht mehr zu Hause hat. Ich habe leider auch nur die kleine, was heißt kleine? Wie viel ml sind das auch egal. Jetzt auf jeden Fall ist nicht mehr so viel drin, aber es reicht für den Sommer. Ich habe ja genug frische Düfte und deswegen. Aber wenn man den haben möchte, Grapefruit-Schale, Pfeffer am Anfang, merkt man, ist präsent, ist sehr nice. Also, wow. Dann wäre da Holzig, Ambra noch drin und ja, ist auch aquatisch. Also, der gefällt mir wahnsinnig gut und er ist im Endeffekt, könnte man wirklich das so sagen, das ist der beste Flanker von Invictus ist. Sehr, sehr nice. So, der nächste, ja, Armani Acqua di Gio Profondo. Ja, Profondo. Ja, ihr seht richtig, Profondo. Ein sehr, sehr schöner, frischer Duft.
Auch hier wieder Bergamotte in der Kopfnote. Ich weiß nicht, ob das immer alles so wichtig ist, immer grundsätzlich jetzt zu sagen, was da drin ist. Im Endeffekt ist es ein frischer Duft, denn ihr wollt wissen, welche frische Düfte wirklich funktionieren. Hier haben wir so ein bisschen das Meer, aquatisch dadurch, natürlich dann Fruchtigkeit, Frische durch die Bergamotte. Und ja, das macht den auch zu einem super Begleiter im Sommer und am Strand auch. Bergamotte ist dann auch noch dabei und im Mittelteil kommt Lavendel und so weiter. Das ist ein schöner Duft. Man riecht hier nicht wirklich alles raus. Hier sind einige Sachen drin. Aber es ist im Endeffekt ein frischer, aquatischer, leicht aquatischer Duft, der schon über die Bergamotte kommt. Und ich glaube, ich irgendeine Ozonnote drin hat. Völlig unwichtig im Endeffekt. Aber ein sehr, sehr schöner frischer aquatischer Begleiter im Sommer. Ja, und er wird leider sehr schlecht gemacht, muss man sagen. Alle gehen eigentlich nur über das Profumo, aber der Profondo, der gefällt mir eigentlich. Ich sage mal eigentlich. Warum eigentlich? Und ne, eigentlich, weil ja, man wird schon angesteckt durch dieses. Ja, der ist ja nicht gut und das ist ja nur aquatisch und hält nicht lange. Er ist gut, so ganz einfach. Es ist ein wunderbarer, schöner Sommerduft. Der kann euch über einige Stunden begleiten. Also zum Beispiel habe ich vergessen, dass der Invictus hier seine 7 bis 8 Stunden hält und der Ultra Blue von Montblanc ist so bei 6, 7, 8 Stunden. Ich sage das grundsätzlich dazwischen, weil jede Haut anders ist, ihr wisst es, und der liegt auch so bei 6 bis 7 Stunden. Sehr cooler Duft. Der Profondo. So, wir bleiben gleich bei der Familie Acqua di Gio, ja, bei Armani oder von Armani. Und zwar kommt jetzt das neue Eau de Parfum. Ja, da haben wir es. Das neue Eau de Parfum, das ist schon wieder so ein Flakon, wo man alles sieht. Fingerabdrücke, ja. Er ist da, das Eau de Parfum. Und das ist fast der frischeste Duft in dieser Top 8. Sehr, sehr geil. Ein sehr, sehr guter Flanker ist es geworden. Gefällt mir sehr gut. Wer das Essenza von früher kennt, hat das Essenza, was eingestellt worden ist, eigentlich fast wieder. Ja, das Essenza ist ein bisschen würziger, krautiger vielleicht. Aber hier habt ihr pure Frische, richtig genial. Und im Endeffekt sieht es ja auch fast genauso aus. Also. Wahrscheinlich haben sie einen Fehler gemacht, haben gesagt, wir haben das Essenza rausgehauen, warum haben wir das eigentlich gemacht? Okay, wir nehmen nicht denselben Namen, dann nehmen wir einfach mal das Eau de Parfum und ja, es ist nicht direkt gleich, aber schon, ja, sie sehen sich sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr geil. Auch hier wieder Lavendel, aquatisch, ja, das Übliche, was in dieser ganzen Acqua di Gio-Reihe mitschwingt, ist außer Profumo, da ist natürlich noch mit Weihrauch, das ist hier nicht drin, aber es ist im Endeffekt wieder ein, also er ist nicht ganz so fruchtig wie das Profondo, deswegen wirklich aquatisch, sehr frisch, so könnte man diesen Duft betiteln. Patchouli, Vetiver, denn rundet das so ein bisschen ab, vor allem das Vetiver, aber kein erdiges Vetiver und auch kein, ja, so was ihr alles oder beziehungsweise ihr nicht so gern mögt, dieses richtig dunkle, feuchte, erdige Vetiver ist das natürlich nicht. Es ist aber ein richtig schön frisches Vetiver und das ist bei richtig hohen Temperaturen sehr, sehr nice, kann ich nur sagen. Das Eau de Parfum von Acqua di Gio und ich muss dazu sagen, ihr kennt mich ja. Ich mache das Original nicht. Ich habe es gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. Ich komme einfach nicht gegen das Original Acqua di Gio an. Ich würde das 360 Red bevorzugen, deswegen ist es auch nicht dabei. Und wie gesagt, der Profondo und der Acqua di Gio Eau de Parfum finde ich besser, definitiv besser und auch frischer. So, als nächstes kommt jetzt der frischeste Duft in dieser Sammlung und das ist der Aquaman Cool Water Davidoff. Ja, in der Special Collectors Edition 2020. Also das ist hier komplett auf die Frische, genau, komplett auf die Fresse Frische. Ja, also wenn ihr wirklich, ich weiß gar nicht mehr, ob es den geht. Ich werde natürlich die Düfte so gut wie es geht unten verlinken. Wenn ihr wirklich einen extremen frischen Duft haben wollt, dann holt euch diesen Duft. Mandarine und auch Pfeffer wieder. Es ist geil, dass Pfeffer reingenommen wird. Und ja,
Sehr, sehr geil. Übrigens, ich vergesse das immer. Sorry, die heute irgendwie, ja, Acqua di Gio hält so seine 7 bis 8, 9 Stunden. Aber dann auch sehr hautnah. Der hält hier nicht ganz so lange, bevor ich es wieder vergesse. 5 Stunden, 4, 5 Stunden, aber dafür in der Zeit geil. Und ihr könnt nachsprühen. Cool Water kostet nicht mehr so viel und auch nicht diese Zwischendinger. Ich hoffe, dass es den Aquaware noch gibt. Es ist ein sehr geiler Begleiter, wenn ihr mal ganz schnell unterwegs sein wollt und so weiter und so. Pfeffer holt sich dann dazu, ist es auch noch ein bisschen, aber hauptsächlich sehr, 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 sehr frisch. Also wirklich pervers frisch. Sehr geiler Duft der Aquaman. So, der nächste ist ein sehr genialer Duft. Die ganze Reihe ist genial. Kommt von Christian Dior und heißt Eau Sauvage, aber hier haben wir das Eau Sauvage Cologne. Ja, und das ist auch Bergamotte, Mandarine. Und frische pur, zitrisch ein bisschen, aber wirklich minimal. Und vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber wirklich nur ein bisschen. Ja, das ist absolut nice. Das ist im Endeffekt vom Original natürlich nur. Ja, schon geil. Also wirklich ein Bergamotte. Vetiver, zitrisch ein bisschen, geiler Duft, wirklich geil. Und ich finde allgemein diese ganze Eau Sauvage-Reihe wert durch das Sauvage, was ich persönlich immer noch gut finde, aber wert das ein bisschen, was heißt ein bisschen, es wird doch schon vergessen. Und das ist im Endeffekt der Geheimtipp, diese ganze Reihe, ob das das Eau de Parfum ist, ob das das Cologne ist, ob das das Original ist. Also das ist schon. Also der liegt hier gut in der Luft und der liegt auch gut 6 bis 8 Stunden auf der Haut. Und da kann man bei einem Cologne nicht meckern. Der Flakon sieht sehr nice aus. Also das gefällt mir natürlich. Christian Dior, was soll ich dazu sagen? So, und der nächste, ja, da kommen wir zu einem Haus. Chanel macht es einfach gut. Macht es oft gut, macht es immer gut. Platinum Egoist, ja, der sogenannte Barbershop-Duft, wirklich nicht der beste, aber doch ein sehr geiler Begleiter, frisch, wie frisch rasiert, Rasierschaum. Ja, denn er würzig, leicht grün würzig und einfach frisch, ja, das ist wie frisch rasiert und das ist einfach kühl, frisch. Ja, Platinum, sagen wir mal so, metallisch frisch, könnte man schon sagen zu diesem Duft. Aber natürlich hier nicht irgendwie so ein Plün hingehauen. Nein, wirklich nice und hält auch so seine 7 Stunden gut aus. 7, 8 Stunden, bei manchen ein bisschen weniger, vielleicht auch 6 bis 8. Also, aber das sind alles so diese Düfte und das allgemein der Egoist. Ist schon ein sehr geiler Duft und der Platinum haut hier noch mal richtig ein, so in die Kerbe wollte ich schon sagen. Nein, aber frische Wäsche, ich wiederhole mich, nein, frisch rasiert. Jetzt mache ich das beiseite. Es ist ein wirklich geiler Barbershop-Duft. Also, wenn ihr einen guten Barbershop-Duft sucht, richtig wie viele Männer mögen das ja, wenn ihr frisch rasiert seid und so weiter, dann ist das wirklich ein geiler Duft. So, und zu guter Letzt. Kommt ein Duft, der für mich jetzt mit von 0 auf 100, so nach dem Motto, zu einer zu meinen Signaturdüften. Ich habe mehrere, also Signaturdüfte bedeutet ja eigentlich dein Duft, aber ich habe mehrere, weil wenn man so viele Düfte hat, ich nenne es einfach einer meiner Lieblingsdüfte und vor allen Dingen jetzt, wenn es wärmer wird und überhaupt kommt aus diesem Haus gelungen, wie ich immer so schön sage, und kommt aus der L'Homme Idéal-Reihe. Und zwar, es ist tatsächlich, ich habe es jetzt, das Cool. Ja, das Cologne, das Weiße, wurde ja leider eingestellt. Ich bin ja schon fast der Meinung, weil es gibt nur noch also ich sage jetzt mal Restbestände, es gibt den auch nicht mehr. Und der Sport ist irgendwie auch eingestellt worden. Ich weiß nicht, was das soll. So, gerade diese frischen Ableger, hier sieht man auch wieder viel. Ja, und egal. Ob eingestellt ist oder nicht, es gibt ihn noch. Auf jeden Fall schlagt dazu, weil. Also ich habe ihn ja schon in der Parfümerie mal getestet und habe ihn dann nicht mitgenommen, weil, keine Ahnung, ich habe ihn einfach nicht mitgenommen. Aber ich habe ihn jetzt einfach geholt und ich muss sagen,
Wow, es ist, der würde sich tatsächlich bei mir, wenn man jetzt das Relax von Davidoff nimmt und das Backworn von Jil Sander von früher, da kann der sich ungefähr einreihen. Das ist, oh, das ist absolut Hammer. Diese, ich bin kein Fan von Minze. Aber hier diese kühle Minze mit der Orange und Bergamotte zusammen. Es macht mich immer wieder sprachlos. Dann Neroli, aber nicht so wirklich wahrzunehmen, wie ihr das typisch mal kennt mit Neroli. Und dann die Mandel, die im Mittelteil kommt, die für mich aber auch schon in der Kopfnote ist. Oh, wenn sie den wieder eingestellt haben, den gibt es ja noch nicht so lange. Und das Cologne und der Sport. Gut, der Sport hätte man sich vielleicht sparen können, aber das hier definitiv nicht. Und das Cologne habe ich ja, bevor das schon so ein Hype wurde, früher hat man einfach gesagt, das hält nicht, das ist nicht gut. Ich fand es schon immer geil. Das ist einfach der Lieblingsduft meiner Frau an mir, wenn sie liebt ihn, wenn ich diesen Duft trage. Und dann, naja, auf jeden Fall, aber das ist cool. Da sagt sie, das kommt zwar nicht an ihr Cologne an, für sie, aber es ist ganz weit oben, ganz weit oben. Und das ist eigentlich für mich ein 10-Punkte-Duft und im Sommer einfach unschlagbar mit auch, also gehört mit zu denen. Und dieses Vetiverde, was dann kommt, es kommt, ist auch Ambroxan drin, aber ich finde, das nehme ich jetzt nicht wirklich so wahr wie bei anderen Düften, zum Beispiel bei Dior Sauvage. Aber diese Frische und diese Minze, diese cremige Minze, manchmal, meine Frau hat sich den auch aufgesprüht, und dann konnte ich ihn noch besser wahrnehmen. Dann kam das ab und zu mal so rüber wie Waldmeister. Also das hat was. Nicht süß, einfach frische, kühle, kalte Waldmeisterschorle, würde ich schon fast sagen. Also meine Fresse, sehr geiler Duft. Also L'Homme Ideal, cool von Guerlain. Und ich bin schwer begeistert. Ich bin absolut schwer begeistert. So Leute, das waren meine 8 super frischen Designer-Düfte. Und ja, ich werde sie so gut wie es geht verlinken. Habt sie auf dem Schirm, schaut sie an, testet sie und kauft sie am besten. Auf jeden Fall, das L'Homme Ideal Cool ist für mich ein absolut ein Meisterwerk, was die Frische angeht. So, und bei frischen Düften bin ich schwierig. Das kann, da habe ich nicht so, dass ich das immer so sage. Aber das genial. Also Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.